Ach, jetzt hat sich das hier hingedreht, ich verstehe. Jetzt ist hier drin nichts mehr. Sieht so aus, als wäre der Stall komplett abgegrast. Das ist gut. Dann müssen wir uns hier, wie gesagt, nicht mehr aufhalten. Im GCPD sollten wir auch alles haben. Heißt, bleiben noch so Sachen wie das Royal-Dingens da, also dieses Hotel. Und die Bank vielleicht noch, falls da noch was drin war. Und was gab's noch? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Die Kanalisation ist bestimmt noch das ein oder andere Teil. Und auf Pinguins Schiff müssen wir uns, glaube ich, nochmal umschauen. Aber ansonsten sieht das hier eigentlich ziemlich gut aus. Das meiste müsste sich dann draußen befinden. Aber bevor wir da weitermachen, müssen wir dann halt erstmal ein paar von den weiteren Enigma-Datenbetreuern erledigen. Ich glaube, das ist auch erstmal unser Hauptziel. Dass wir die Betreuer erstmal alle fertig machen. Und dabei dann alle Häftlinge schnappen. Damit wir dann, egal wo wir sind, immer alle Datenpakete zugänglich haben. So. Dann raus hier. Sionis Industries. Okay, da müssen wir nicht lang, da müssen wir lang. Moment, ich würde noch mal ganz kurz auf dem Schreibtisch gucken. Der sah nämlich so auffällig aus hier. Mit der Lampe. Weil wir bislang nur die Audiodatei von Bane haben. Ich denke mal, es kann gut sein, dass nicht nur bei Bane im Hauptquartier, sondern auch beim Joker im Hotel und hier beim... für Black Mask und so, dass da überall die Audiodateien irgendwie versteckt rumlagen. Und ich die einfach noch nicht gefunden habe. Oder diese Enigma-Beweise schalten für uns die Audiopakete frei. Das kann natürlich auch sein. Ich guck mal kurz in die Profile. Ja, tatsächlich. Wir haben nämlich Anarchy, wir haben den Joker und wir haben Brandon. Na gut, dann hören wir uns das mal kurz an. Ihr Gordon. Ich weiß, wer Sie sind. Wer spricht da? Ich habe Ihre Akte gesehen. Beeindruckend. In einer Stadt voller Schmutz sind Sie der Einzige mit einer weißen Weste. Sofort zurückverfolgen. Aber trotz dieser lupenreinen Akte sind Sie dennoch ein Instrument der Unterdrückung und tanzen nach der Pfeife der Konzernbosse. Ich arbeite für die Stadt Gotham, nicht für irgendeinen Konzern. Sind Sie wirklich so naiv? Die Konzerne Amerikas beherrschen die Regierung, Bruce Wayne beherrscht die Stadt und der Bürgermeister könnte sich ohne die Erlaubnis von Rupert Thorne nicht einmal den Hintern abwischen. Sie sind nur ein Zahnrad in einer Maschinerie, Gordon. Und diese Maschinerie ist unersättlich. Sie muss aufgehalten werden. Also tun Sie mir quasi eine Art Gefallen? So ist es. Ich bin hier, um den Fehlgeleiteten zu helfen. Ihr Verhalten legt nahe, dass Sie trotz Ihrer Berufswahl reformiert werden können. Also eine Warnung. Steigen Sie aus, Gordon, solange Sie noch können. Hallo? Hallo? Haben wir ihn erwischt? Verschlüsselt! Verfluchter! Okay. Brandon? Können Sie das nochmal wiederholen? Es ist ganz einfach, Brandon. Irgendwann in den kommenden Tagen werden Sie einen Anruf von jemandem erhalten, der Ihre Dienste benötigt. Ein privater Auftraggeber? Genau. Okay, warum? Nennen wir es einen Vorschuss für zukünftige Gefallen. Und wie soll ich den Typen erkennen? Er wird sich durch das Codewort Fassade zu erkennen geben. Was ist das? Französisch? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass Sie es sich merken. Okay, Fassade. Kapiert. Okay. Der Joker? Ihr wisst aber, dass ich euren Commissioner getötet habe, oder? Warum sollte ich mich einen feuchten Furz darum scheren, was irgendein verfluchter Kopf zu sagen hat? Ich hab das aus sicherer Quelle. Der Pinguin geht auf Falconis Gebiet los. Die Falconis haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und das betrifft mich, weil... Weil, ist es ihnen egal, ob der Pinguin deren Geschäft übernimmt? Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Ich meine... Derzeit ist alles im Gleichgewicht, mit Ihnen an der Spitze. Wenn einer von den Typen jetzt also anfängt, zu viel Kohle zu machen, dann, naja, wird das Gleichgewicht... Weißt du, was ich weiß? Ich weiß, dass ich Gleichgewicht nicht mag. Gleichgewicht ist langweilig und langweilig geht bei mir als Schimpfwort durch. Nein, Gleichgewicht. Gleichgewicht ist der Grund für die Probleme dieser Stadt. Wir müssen es umstoßen, auf den Kopf stellen, in Brand setzen und sehen, was rausgekrochen kommt.
Ja, da hat er sich noch als Black Mask ausgegeben, unser Kumpel. Gut, wir schalten also tatsächlich diese ganzen Audiosachen hauptsächlich frei, indem wir... ja, die ganzen Riddler-Enigma-Sachen da sammeln. Das heißt, es hat doch alles noch was Gutes, dass wir die ganzen Datenpakete sammeln. Wir können uns immer was Schickes anhören. So, wieder in der Stadt. Guten Tag. Okay, sehr schön. Jetzt gucke ich mal, ob der entkommene Blackgate-Häftling jetzt da hinten endlich mehr da ist. Weil hier vorne sind die Gegner ja auch nachgespawnt, dann sind die da hinten jetzt hoffentlich auch nachgespawnt. Dann nutze ich gleich nochmal die Schnellreisefunktion in ein anderes Gebiet, um zu hoffen, dass... ja, wir irgendwie hier was überstehen können, ne? Ah, da ist er doch, der Häftling ist gespawnt! Ich habe alle erledigt, ja? Und dann nehme ich den hier gefangen. Und dann haben wir das Gebiet hier unten um das Stahlwerk komplett abgegrast. Bravo. Nimm deine Griffel von mir. Was scherzt dich, ob ich eingebuchtet werde oder nicht? Das ist nun mal mein Job. Und weil du es verdient hast. Gordon, ich habe hier einen entflohenen Häftling aus Blackgate. 16 Blackgate-Häftlinge übrig. Okay, dann machen wir mal... da ist auch noch ein Blackgate-Häftling. Den schnappen wir uns, denke ich mal, von hier aus. Ich will nämlich jetzt mal etwas weiter schnell reisen, damit der hier hoffentlich mal wieder neu lädt. Ich würde sagen, wir reisen mal schnell hier hin und versuchen dann, das Gebiet da oben auch komplett abzugrasen. Da haben wir ja schon bis auf die drei in Datenpakete da alles gesammelt. Da habe ich jetzt noch mal neue Ideen, wie das klappen könnte. Das eine auf dem Dach habe ich noch keine neue Idee, wie da die fünf verschiedenen Druckplatten sind und ich nicht weiß, welchen ich wann drücken muss, aber... naja, wird schon irgendwie klappen. Aber die, wo die Druckplatten an den Wänden sind, da habe ich jetzt halt neue Ideen. Vielleicht mit dem Gleiten und dann mit der Wand abstoßen und dann wieder gleiten auf die andere Seite und dann wieder von der Wand abstoßen, dann klappt das vielleicht. So kann ich dann vielleicht die Rückplatten an der Wand aktivieren. Ja, was ist mit Bane, mein Freund? Hast du den ganz vergessen? Bring es hinter mich. Keine Sorge. Ich gehe nicht zurück. Du kannst mich nicht zwingen. Doch, kann ich. Gordon, schicken Sie jemanden, der diesen Mistkerl abholt. Okay, 15 Gefangene noch übrig. Und ich gucke mich mal kurz hier in der Kirche um. Oh, oder auch nicht. Dann wird wohl in der Kirche kein Blackgate-Paket mehr sein. Blackgate-Paket, bin ich behindert. Ihr wisst schon, was ich meine. Kein Enigma-Paket.
im Stadt funktioniert zu haben, gegen die Lex vorzugehen, indem ich einfach mal in weiter entferntes Gebiet gereist bin. Wie funktioniert die Scheiße hier jetzt? Muss ich tatsächlich einfach so schnell wie möglich rüberrennen? Warum hat das vorher nicht funktioniert? Verstehe ich nicht. Ich habe doch vorher nichts anderes gemacht. Oder hatte das wegen der Lex? War ich wegen der Lex zu langsam? Das kann auch sein. Ja, und lange wie die Fledermaus lebt, wird Bane immer wieder zurückkehren ins Gefängnis. Okay, wo zum Teufel ist dieses andere Datenpaket? Ich finde das einfach nicht. Ich hatte gedacht, dass ich vielleicht hier irgendwie drauf muss, auf diesen kleinen Vorsprung hier, aber das ist es auch nicht. Das ist jetzt auch nicht zum Aufsprengen, ich probiere es trotzdem mal kurz, aber... Nee, das war irgendwie zu erwarten. Wo zum Teufel ist das Kackding? Angeblich genau hier. Genau hier, wo ich stehe. Christmas Sale, aber da kann ich auch nicht rein in die Hütte. Hier ist auch irgendwie keine Stelle, wo ich in das Haus eindringen kann oder so. Wer schießt denn hier auf uns? Hier durch irgendwie?
Das ist echt strange. Dass hier was sein soll, aber nichts ist. Und auch keine Wand, die ich irgendwie zerstören kann. Kein Gleithaken, den ich irgendwo hinsetzen kann. Einfach nichts. Einfach nichts. Gotham City Radio, toll. Ich bin echt verzweifelt. So, dann parkiere ich das nochmal neu. Dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich von hier aus komme. Von hier aus irgendwie in das Gebäude da reinkomme. Ah ne, das ist das, was wir eben gemacht haben. Ob es von hier unten vielleicht irgendwo einen Zugang gibt? Ich habe gleich alles, ich habe gleich die halbe Stadt rund um das Ding da abgesucht. Aber ich finde einfach nichts. Nicht die kleinste Spur, wo hier irgendwie was sein könnte, was mich dahin bringen könnte. Ja, Missionszielmarkierung erreicht. Toll. Genau dort. Das ist doch das Auffälligste an dem Haus, dass da vorne dieses komische Ding dran hängt. Ach, Moment. Ach, verzieht euch doch, ihr Vollhongs.
So. Damit kann ich hier gar nichts machen. Damit kann ich hier auch nichts machen. Damit auch nicht. Damit schon, aber es bringt mir nichts. Damit auch nicht. Ich bin echt langsam verzweifelt. Mann, Mann, Mann. Hier kann ich noch nicht durch den Gully durch. Der sah eben noch so aufwendig aus, als ich hier lang gegangen bin. Mit dem LKW kann ich auch nichts anstellen. Hier ein Gitter vor der Tür, es ist zwar auch auf dem ersten Blick merkwürdig, aber ansonsten, selbst wenn wir das Gitter wegmachen würden, wüsste ich nicht, was uns das bringen sollte. Wir können das Gitter auch nicht wegmachen. Gehört zu belastendes Material 2. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal hier in Baines Hauptquartier. Wenn wir hier schon mal in der Gegend sind. Und dann gucke ich nochmal kurz, ob es da auch noch Datenmaterial gab. Ach, jetzt sagt mir nicht, dass das Ding hier unten ist. Oh Gott, das Ding könnte tatsächlich hier unten sein. Und ich habe da oben wieder eine halbe Stunde rumgegammelt. Tatsächlich, da drüben. What? Was hat mir das jetzt gebracht? Ist jetzt die Tür da offen oder was? Ach, jetzt ist hier oben aufgegangen, oder was? Okay. Das war's tatsächlich. Ich bin so bescheuert. Ich suche da oben alles ab und... Na gut, hätte ich aber nicht gewusst, dass Baines Versteck hier keine eigene Karte hat. Ah. Mal wieder vollkommen umsonst gesucht. Aber mehr scheint hier dann, denke ich mal, nicht zu sein. Weil sonst wäre das da oben wahrscheinlich angezeigt worden. Oh nein, hier sind wir in der Kanalisation. Und das könnte schon wieder bedeuten, dass hier eine andere Karte ist, oder? Warte, ich bin doch drauf! Ich guck mich vorsichtshalber nochmal um. Oh gut, dass ich gesagt habe, ich gehe hier nochmal in die Kanalisation, guck mich danach, in Baines Versteck und guck mich danach um. Wenn ich da oben jetzt weiter gesucht hätte. Ich meine, ich habe jetzt ja schon lange genug gesucht, aber...
Mein Gott, gut, dass ich das hier da eben noch auf der Karte gesehen habe und gesagt, okay, dann gucke ich mich erstmal hier um, wenn ich hier schon mal in der Gegend bin. Alter Vater, das hätte noch was werden können. So, dann gucke ich nochmal auf die Karte. Wir haben hier immer noch keine eigene Karte. Also gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, dass es hier unten bei Bane nichts weiter geben wird. Oder kriegen wir jetzt eine eigene Karte, jetzt wo wir das Ding hier öffnen? Okay, jetzt haben wir eine eigene Karte, aber hier ist tatsächlich nichts. Ich glaube, der Grund, warum man hier überhaupt nochmal rein kann, ist, dass es hier unten Banes Audiodatei gab. Die da, glaube ich, hier drauf. Belege für die schädliche Wirkung von der Venom auf das Gedächtniszentrum des Gehirns. Wodurch Bane nicht mehr weiß, dass wir in Wirklichkeit Bruce Wayne sind. Und da können wir nicht mehr hin. Gut, das sollte der Beweis sein, dass es hier unten bei Bane nichts mehr gibt. Also bin ich ganz zufrieden. Dann können wir hier wieder raus. Und dann haben wir da oben, glaube ich, ordentlich was abgegrast. Dann haben wir schon zwei von den Bezirken dieser Stadt komplett fertig. Mit allen Relays und allen Enigma-Datenteilen. Datenpaketen. Sollte alles fertig sein. Kann ich von hier aus einfach schnell reisen? Nein, okay, ich muss also zu Fuß zurück. So. Los, Batman. Sehr schön. Und dann dahin. Und darüber. So, und dann ab nach oben. Hier wieder raus. Wir sind zurück in Park Row. Jetzt haben wir noch ein paar Blackgate-Typen zu schnappen. Der eine ist dann hier. Und ich würde sagen, dann machen wir das Gebiet hier unten zuerst, weil uns hier nur noch einer von Jokers Typen fehlt. In das Gerichtsgebäude konnten wir, glaube ich, nicht rein, oder in die Kirche. Eins von beiden haben wir schon mal ausprobiert vorhin. Ich glaube, es war das Gerichtsgebäude, was wir ausprobiert hatten. Aber das waren halt beides nur so Nebenorte. Das hier war ja Black Mask und das hier war ja Anarchy. Oder Anarchy, oder wie der auch immer ausgesprochen. Ich glaube, Anarchy war der ausgesprochen. Da gab es ja in beiden nichts, genauso wie es hier in Banes Hauptquartier nichts gab. Im Hutladen scheint es noch zwei zu geben. Ansonsten nur hier in der Bank könnte noch was sein. In Zerion Stahlwerk waren wir drin. Hier könnte es noch in The Final Offer, also in dem Schiff von unserem lieben Freund Cobblepot, könnte noch was sein. In der Pioneer Bridge wird auf jeden Fall noch was sein. Da haben wir, glaube ich, damals sogar welche zurückgelassen. Und dann theoretisch noch im Royal Hotel. Und theoretisch auch noch in den Lacey Towers, obwohl da kann ich es mir wenig vorstellen, denn die waren ja nur ziemlich klein. Im Police Department befindet sich noch eins obendrauf. Drin waren wir ja eigentlich durch. Ja, dann haben wir, glaube ich, denke ich mal, bald die Hälfte von... Na gut, was heißt bald? Wir haben jetzt, glaube ich, ein Viertel von Gotham abgegrast.
Na, wie gesagt, es wird nicht schnell gehen, aber mir persönlich entgeht dabei der Spaßfaktor nicht. Und wenn, ihr könnt ja theoretisch vorspulen, ne? Ist ja für die Leute, die das Spiel ebenfalls 100% machen wollen und dann vielleicht bei dem einen oder anderen Rätsel ebenfalls so ein bisschen rumhängen wie ich. Die haben dann halt die Möglichkeit dann, die ich nicht habe, einfach mal zu gucken, wie es denn richtig geht. Oder so. Macht das aus dir nicht einen der Guten? Sowas in die Richtung. Gordon, oh ja. Ein weiterer Gefangener ist in Gewahrsam. Ja, wir machen hier das nächste Update. Das nächste Upgrade. So. Noch 14. So, damit sind wir hier unten eigentlich so ziemlich durch. Da würde ich als nächstes hier mal kurz hier das Relay ansteuern. Alle Einheiten, wenn sie stehen, stehen sind, melden Sie sich bitte. Ah, dann machen wir das noch. Nehmen wir das nochmal kurz mit. Warum auch nicht? Hey, das ist unser Revier. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Wir sind hier, um es zu. Ihr solltet euch hier alle verpissen, meine Freunde. Denn ihr habt hier in Gotham nichts zu suchen. Okay, ich brauche jetzt dringend die Elektrohandschuhe. Okay, du bist der Letzte hier. Oder der Vorletzte, da kommt wohl noch einer. Egal. Oh, ich nehme mit dir das Messer, was da rumliegt. Das hilft dir jetzt auch nichts mehr. So ein Relay wird dir immer gut angezeigt. Willst du auf die legale Seite? Hey, ich hab nie irgendwas von legal gesagt. Ich meinte nur, ich fang was Neues an. In meinem Alter dachte ich an weniger körperliche Arbeit, weißt du? Geldwäsche oder sowas. Das klingt schön. Bestimmt besser als auf der Straße zu arbeiten. Warum tun wir uns da nicht zusammen? Teil uns die Arbeit. Was sagst du? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Lass mich drüber nachdenken. So, da ist ein Häftling, oder wie sieht's aus?
So. Weihnachten winkt. Batman steckt. Nein. Gordon, ich habe hier einen für den Arkham-Flügel. Bring ihn lieber einen Maulkorb mit, er beißt. Den Spruch fand ich gut. Also nicht den mit Batman stinkt, sondern den, ihr wisst schon. So angeblich soll hier so ein Dingens sein. Nein, hier soll angeblich ganz oben drauf sein. Oder da, das kann natürlich auch sein. So, damit haben wir auch erst das erste Relay hier. Aber da haben wir noch einen Blackgate-Gefangenen. Den werde ich natürlich nicht entkommen lassen. So, jetzt aber hier. Da waren es noch zwei. Und da war gar keiner mehr da. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Keine Sorge, es tut nur dann weh, wenn du atmest. Gordon, ich habe hier noch einen entflohenen Häftling, der abgeholt werden möchte. Ja. Mein Gott. Jetzt aber. So. Dann gucken wir uns mal an, wo da oben jetzt ein Enigma-Datenpaket sein soll. Vielleicht ist das wieder oben drauf, wie wir das schon beim anderen Turm hatten. Wo ich schon meine Probleme mit hatte. Okay, angeblich genau hier. Nur auf welcher Höhe jetzt ist, ist natürlich noch die Frage. Okay. Die beiden Etagen fallen schon mal weg. Hier scheint auch nichts zu sein. Und hier auch nicht. Wollen Sie mal noch drinnen kurz umsehen? Flieg davon, kleine Fledermaus. Oh doch, ich habe noch einen Grund hier zu sein. Und zwar fehlt mir hier ein Datenpaket von dir. Ich kann mir vorstellen, dass es sich dort oben irgendwo befinden wird.
Ich glaube, ich sehe es da oben auch. Die Frage ist, wie komme ich hier so hoch? Hier war, glaube ich, der Deadshot-Fall damals. Okay. Alter, ich hab doppelt X gedrückt. Das ist ein bisschen weit weg, Batman. Aha, wir können auch hier ganz hoch. Können wir noch eine höher auf das Schild vielleicht? Ne, das wäre dann wohl eine zu weit. Egal. Sehr schön. Okay. Dahin. Also ein bisschen weit runter, Batman. Okay, normales Hacken. Sollte kein Problem sein. Chroniken. Die Chroniken. Und da sehe ich ein Relay. Okay. Nächstes Datenpaket. Da hinten sehe ich ja sogar schon was von hier aus. Aber das ist, glaube ich, wieder so ein Relay, ne? Jawohl. Ah. Okay, da brauchen wir wieder so ein paar Trittplatten. Gucken wir uns mal an, welche Platten wir berühren müssen an den Lampen da oben. Okay. So. 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 Okay, nochmal bitte. Oben links, oben rechts, oben links. Dort, dort, dort. Hey! Okay, noch eins. Ach, das war gar nicht das, was ich markiert hatte. Da hinten ist noch eins. Das war hier unten. Okay, da brauchen wir unseren Kleber für. Könnte ein Problem sein. Aha, ich verstehe. Die dürfen wir gar nicht zukleben. Dann müssen wir den Dampf so wegleiten. Na dann. So. Da ist noch so ein Datenbetreuer, den sollte ich mir auf jeden Fall schnappen, bevor wir in die Bank gehen. Ich
würde sagen, ich nehme das mit und dann mache ich mich unten. Obwohl, ne, wir gehen erstmal in Richtung Hutladen. Oh Gott! Keinen Bock auf Kämpfe, die nicht sein müssen. Ja, Lust habe ich schon, aber ist unnötig jetzt. Als ob wir so nicht schon genug Zeit verschwenden. Oh mein Gott. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Einmal so. Dann einmal so. Und einmal so. Das ist so halb daneben. Ich hoffe, das zählt trotzdem. Da-da-da-da! Perfekt. Okay, der war noch nicht markiert. Das heißt, das wird wahrscheinlich einer von dem hier sein. Komm, bevor ich mir da irgendwas schnappe, ich gehe jetzt einfach direkt zu dem Typen. Und um alles andere kümmere ich mich dann danach. Tag. Mein Gott. So. Jetzt aber. Ich weiß, dass du für Enigma arbeitest. Wo sind die Daten, die du für ihn versteckt hast? Es ist gleich da drüben, du Dreckiger. Belastendes Material 4 lokalisiert. Gut, also dürfen wir jetzt hier noch ein bisschen mehr rumlaufen, aber erstmal sehe ich das direkt links von mir. Wand, das ich zerstören kann. Ich habe nur gesehen, dass da ein Relay sein sollte. Dann nehme ich erstmal das Datenpaket hier mit. Das hätte ich sonst bestimmt wieder gesucht. Da ist es. So. Dann ist auch direkt neben mir noch eins. Dann hole ich mir das natürlich auch noch. Aha. What the fuck?
Okay, es leuchtet immer noch rot, obwohl wir es holen konnten. Ich war eben nur ein bisschen verwirrt. Es war schon offen, es war nur ein Anzeigefehler. Dann holen wir uns erstmal das da hinten. Was ist das hier? Ach, das hatten wir schon mal geholt. Ich gehe davon aus, dass wir schon mal geholt hatten. Warum sollten wir sonst eine Hütte reinmachen, wenn da nichts drin ist? So, hier haben wir noch so eine Hütte und da ist dann das Ding drin. Nicht hochklettern, Batman. Reingehen. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns theoretisch auch in der Bank umsehen, sage ich mal. Ob es da überhaupt noch was drin gibt für uns. Okay, diese, also von beiden Tür, von beiden Seiten ist die Tür zu, so. Okay, Bank. Zeig mal, ob du uns noch was versteckst. Oder vor uns noch was versteckst, so. Tatsächlich, genau vor uns schon. Ich sehe es. Interessant. Sonst noch was? Ja, direkt gegenüber. Aber mehr ist hier auch nicht. Aber die sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, die beiden. Okay. Wird wohl da im Gulli sein. Jawohl. Damit sollten wir alles haben. Und nachdem wir hier drin sowohl Deadshot als auch den Joker getroffen haben, waren wir jetzt hier ein drittes Mal drin, haben uns das Ding geholt und können jetzt hier auf jeden Fall wieder auf Wiedersehen sagen. Und diesmal wohl auf ewig. So, das war unser Kurzausflug in die Bank. Und dann zeigt mir hier mal kurz erstmal den Häftling, würde ich sagen. Dann sind wir die Häftlinge hier nämlich auch alle schon mal los. Warum ist bei den Typen immer einer mit dem Schild dabei? Sag, dass es mir leid tut. So. Komm her. Leck mich, du Freak. So nennt man mich also. Gordon, noch ein Flüchtling aus Blackgate. Schicken Sie jemanden zu meiner Position. Gut, jetzt müsste sich genau hinter uns ein Relay befinden. Oder genau unter uns. Da unten ist noch eins. Kommen wir da noch mal rein? Von hier, ne? Da ist auch noch eins. Papier
Okay, da bin ich genau bei einem Überfall gespawnt. Hier wären die Handschuhe nicht schlecht. Gegen die gepanzerten Leute brauche ich öfter mal die Handschuhe. So, braucht ihr doch keine Handschuhe hier. So, die Frage ist, wo führt uns das hier nochmal hin? Das führt uns nämlich auch in die Bank. Aber in denselben Raum. Okay. Hier unten haben wir ja das Baby von Shiva gefunden damals. Beziehungsweise die Falle, die Shiva uns da gestellt hatte. So, hier unten scheint wohl noch ein Relay zu sein. Ne, das ist oben, okay. Dann kann ich hier unten, denke ich mal, erstmal raus. Auf jeden Fall einer der weihnachtsstimmigsten Orte, sage ich mal. Also, da ist am meisten Weihnachtsstimmung da unten, wo die ganze Zeit die Musik läuft und so weiter und so fort. Und hier ist auch alles so schön geschmückt. Um die Bank herum. Also ich finde, das hier ist so der schönste Ort Gothams noch. Ja, starten wir erstmal, beziehungsweise auf dem Weg dazu. Nee, machen wir ruhig erstmal den da unten. Den anderen können wir nämlich sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg erledigen. Also hier. Oh mein Gott. Na, das wird lustig. Ah, ich glaube, ich darf keinen dieser Dinger berühren. Ist das richtig? Deswegen sind die, glaube ich, rot. Weil ich die nicht berühren darf. Sonst geht die Tür hier wahrscheinlich zu. Okay, dann als nächstes das hier. Was ist hier unten drin? Wow! Wo kommt ihr denn her? Und ciao. So, jetzt lass mich hier in Ruhe das Ding ansehen. Jetzt muss ich hier den Knopf drücken und dann muss ich da einen ferngesteuerten Batarang reinwerfen. Und dann kann ich da rein. Alter, Batman. So. Jetzt zum Hutladen.
Da wollten wir schon vor etwas längerer Zeit hin. Ah, da unten sehe ich den Hutladen schon. Theoretisch hätte ich mich hier gar nicht hochbringen müssen, aber gut. Bereich sichern! So, Bereich gesichert. Ich wurde nicht mehr abgeschossen. Nein, Bereich ist gesichert. Ist Alice hier immer noch drin? Wollte mich eigentlich verarschen? Hat die damals keiner gerettet? Sitzt ihr da jetzt seit Tagen drin und heult? Finde ich euer Ernst. Ja, mehr ist hier im Hutladen nicht drin, aber ich gucke mir das nochmal an mit Alice hier. Ich meine, hallo, du kannst auch nach draußen gehen, Liebe. Der Madhead hat auch noch keiner abgeholt. Ich meine, die haben ja auch anderes zu tun. Lass die Frau hier sitzen. Kein Problem. So, gut. Das zeigt mir also, dass die Pakete, die hier sein sollen, die Enigma-Pakete, wohl draußen sind alle. Aber gut, dass ich trotzdem noch mal reingeguckt habe in das Ding, denn eins war hier trotzdem noch versteckt. Naja, dann gucke ich mich halt hier draußen noch weiter um. Und zwar ist eins wohl da ganz oben. Okay, jetzt warte mal. Eins quasi genau links von mir, also genau da oben drauf, wo ich nicht hochkomme. Und das andere wäre da oben drauf, wo ich auch nicht drauf komme. Also brauche ich jetzt einen sehr hohen Ort, wie den da zum Beispiel. Und muss versuchen, von dem aus hier rüber zu gleiten. Und versuchen wir es erstmal hiermit. Hat schon mal nicht geklappt. Sehr schön. Mehrere Meldungen. Ich habe aber nur eine bekommen. So. Ich weiß jetzt, wo ein weiteres Dingens ist, aber ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Ding von hier zu erreichen ist nämlich nicht möglich.
Ach komm, noch was. Ding ist hier noch kurz. Okay. Haben die ganzen Assis hier alle Waffen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich kann gegen dich nichts machen. Du bist ausgerüstet wie sind 20.000 andere Vollhonks. Ja, geil, jetzt schießt er mich auch schon wieder ab. Wie soll ich das denn machen? Ganz ehrlich, das ist so eine Scheiße, wenn dann so ein verkackter Rüstungstyp so eine Waffe in der Hand bekommt. Dann ist alles aus. Dann kannst du quasi vergessen, was du vorher gemacht hast. Und ich dachte, ich hätte jemanden auf einem richtigen Niveau getroffen. So ja, ist schön, jetzt hau ab. Jetzt können wir wieder 3 Stunden sehen, was vorher passiert ist. Ja, Mission fehlgestanden. Letzter Checkpoint wird geladen, das weiß ich selber. Jetzt können wir hier wieder Bilder angucken, was alles passiert ist, weil der Ladebildschirm und wie wieder 5 Minuten braucht. Gott. Mach hin. Alter, sind das Ladezeiten, ich könnte so kotzen. Mein Gott, wo starten wir? Wo sind wir hier? Im Scherdenpark? Okay. Ah, okay. Verstehe. Danke. Und wo ist das andere hier im Scherdenpark? Da vorne. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das auch mal schnell. Hier können wir nicht gleiten, okay. Mir auch vorher mal einer sagen können, aber gut. Okay, hier müsste ich die erstmal ausschalten.